Hallo Menschen, heute möchte ich The Rest of Us Just Live Here von Patrick Ness rezensieren. Das ist auf Deutsch noch nicht erschienen, ich denke aber, es kommt schon bald, denn die anderen Bücher von ihm wurden auch alle übersetzt. Und ich habe es freundlicherweise von Karos Bücher zugeschickt bekommen, und zwar in diesen tollen beschrifteten Umschlägen. Und dafür möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Das hier ist ein Jugendbuch, was wiederum die Klischees aus anderen Jugendbüchern und aus der Fantasy-Literatur so ein bisschen auf den Kopf stellt, damit spielt und sehr selbstironisch damit umgeht. Im Zentrum stehen hier die Jugendlichen einer Highschool, die eben gerade kein Abenteuer erleben und nicht die Welt retten, sondern einfach nur ihren Abschluss machen wollen. Also es ist ungefähr so, als würde man Harry Potter aus der Sicht von Statist Nummer 17 hören, und das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Perspektive. Trotzdem wissen unsere Protagonisten hier von diesen Auserwählten, die man halt sonst immer so in Jugendbüchern sieht, und sie nennen die aber nicht irgendwie vielleicht The Chosen One, sondern nennen die immer die Indie-Kids, die halt zu cool sind, um einfach nur zum Abschlussball zu kommen, weil sie halt gerade mal wieder eine Alien-Invasion abwehren müssen oder dergleichen. Und am Anfang jedes Kapitels steht dann in so einem ganz kleinen Abschnitt, was eben in einem normalen Jugendbuch stehen würde. Also irgendwie ein großes Abenteuer, eine Quest, der Kampf des Guten gegen das Böse oder also eine Dreiecksbeziehung, wie man sie halt oft in Jugendbüchern sieht. Irgendein mysteriöses Rätsel, was gelöst werden muss oder dergleichen. Und die fand ich toll. Die sind in diesen vier Sätzen, die vielleicht drin sind, so voller Klischees. Und ich finde das sehr angenehm, wie da halt so dieses Außergewöhnliche drin ist und wir dann aber halt so zu unseren Protagonisten wechseln, die mehr oder weniger eigentlich halbwegs normal sind. Wir haben vier Protagonisten und dann nochmal eben einen Hauptcharakter, der unser Ich-Erzähler ist. Ich fand vor allem den sehr, sehr sympathisch und muss auch sagen, dass so die Bewertung des Buches auf jeden Fall etwas geringer wäre, wäre das nicht der Fall. Wenn der nicht so sympathisch gewesen wäre, wie er nun ist, dann käme mir das Buch insgesamt ein ganzes Stück schlechter vor. Aber die sind auch alle sehr diverse und haben jeder so mit ihren persönlichen Problemen zu kämpfen. Ich fand das eine gute Darstellung von psychischen Krankheiten. Und zwar nicht so, dass es irgendwie so plump dargestellt wurde, oh ja, sie ist magersüchtig, sondern es wurde erst so ein paar Handlungsweisen gezeigt, bei denen jemand, der sich mit dem Thema vielleicht schon beschäftigt hat und vielleicht auch andere schon merken konnten, ah, okay, mit der ist wahrscheinlich das und das. Und erst später hat der Ich-Erzähler halt mal so ein bisschen rekapituliert, ah, übrigens, das ist so und so entstanden und so. Aber es wurde nicht so irgendwie so vor uns hingeklatscht, sondern wir haben das halt durch ihre Handlungsweisen kennengelernt, und das fand ich sehr angenehm. Sie wirkten auch alle wie schöne, volle Charaktere, und ich fand es eine gute Balance zwischen der Realität und Literatur. Das heißt, sie kamen mir schon vor wie Jugendliche, aber sie haben vielleicht auch nicht ganz so flapsig geredet wie jetzt jemand in Wirklichkeit. Und ich mag das ehrlich gesagt auch nicht. Also wenn irgendwie in Jugendbüchern dann irgendwie ständig nur noch von Alter oder sonst was die Rede ist, das ist einfach nicht meine Art von Literatur. Insofern fand ich das eigentlich ganz nett, dass sie mir trotzdem jetzt nicht vorkamen wie Erwachsene und auch so ein paar Probleme haben, die halt Jugendliche vielleicht haben, und es war trotzdem noch halbwegs angenehm zu lesen. Trotzdem war ich mir schon so ein bisschen hin und her gerissen, ob es nicht auch zugewollt ist, denn jeder der vier Protagonisten hat irgendetwas. Also niemand ist so wirklich ganz normal, sondern es ist schon immer irgendwas Besonderes mit denen, und man hat irgendwie das Gefühl, dass Patrick Ness also so von allem unbedingt was dabei haben wollte. Wir haben jemanden mit einer dunklen Hautfarbe, einer ist homosexuell, der andere hat OCD, dann haben wir noch eine Magersüchtige, und alles ist irgendwie dann doch etwas zu gewollt vielleicht. Also ich meine, es ist schön, dass das in Jugendbüchern behandelt wird. Aber hier war es mir dann vielleicht doch auch so ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht genau. Dasselbe hatte ich mit dem Humor, denn eigentlich ist das ein ganz, ganz toller Witz in diesem Buch meiner Meinung nach. Aber er kommt einfach zu oft vor, zu viel. Es ist alles zu humorig, zu forciert. Also dass dann wirklich immer noch mal so ein kleiner witty Comment von unserem Ich-Erzähler kommen muss, war dann schon wieder nicht so meine Erzählweise. Also ein bisschen runtergefahren hätte mir das definitiv besser gefallen. Von der Sprache muss man schon auch sagen, dass sie sehr simpel ist. Wir haben viele kurze Sätze, manchmal auch Ellipsen, und es wirkt alles eher so ein bisschen wie ein Blog-Eintrag oder vielleicht ein Tagebucheintrag. Also auf jeden Fall jetzt keine unglaublich schönen Formulierungen oder so, sondern einfach nur simple, kurze Sätze. Ist halt nicht so ganz mein. Ich mag es schon irgendwie ein bisschen mit Literatur, auch vom Aufbau, von den Formulierungen her, etwas Schönes zu bieten hat. Das habe ich jetzt hier nicht wirklich gefunden. Im Großen und Ganzen fand ich es wirklich unterhaltsam, vor allem halt durch dieses Spiel mit den Klischees. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht hundertprozentig damit warm geworden bin, was so mehrere Gründe hat. Das eine ist, es spielt ja mit den Klischees, aber im Endeffekt ist es ein Jugendbuch und im Endeffekt ist es auch ein Fantasybuch. Also so komplett lösen kann es sich halt von dem Jugendbuch-Topoi immer noch nicht. Und dann gab es auch so ein paar Sachen,
ich meine es auch nicht böse, aber es sind halt vielleicht so Weisheiten, die man mit 17 noch wichtiger und weltbewegender findet als dann so mit über 20. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, eine Sache, die wahr ist und auch wichtig, aber mit der ich einfach nicht mehr so viel anfangen kann. Und zwar geht es darum, dass jemand, der hat einen Unfall, hat jetzt eine Narbe im Gesicht. Und seine Schwester sagt: "The thing about scars, though," she says, "nothing you can do except wear them with pride." Und er antwortet dazu: "Says the girl with the flawless skin." Und von ihr kommt wieder: "Says the girl who destroyed her tooth enamel from chronic forced vomiting. Says the girl whose boobs could be outshone by a 9-year-old boy because I starved myself through a key development stage. There's different kind of scars, brother." Und wie gesagt, sie hat ja recht damit. Und das ist auch eine Sache, die man lernen muss als Jugendlicher vielleicht. Aber war dann halt doch irgendwie so ein bisschen für ältere Leute ausgekatscht vielleicht. Also, um es kurz zu fassen, ich würde dieses Buch jedem, wirklich jedem empfehlen, der gerne Jugendbücher liest. Denn gerade, um das mal so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, gerade dafür ist es wirklich, wirklich gut. Und es ist halt schon mal ein bisschen ein anderer Blick und wird aber jetzt auch nie irgendwie so zu einer bösen Satire. Also zum Beispiel gab es doch auch zu Harry Potter immer dann diese Barry-Trotter-Romane, so, wo man das Gefühl hat, es ist ja einfach nur noch abgekupfert und hat gar nichts Eigenes mehr. Und so ist es hier nicht. Das heißt, das fand ich ganz angenehm. Es hat trotzdem noch seine eigene Geschichte. Es baut jetzt nicht nur noch darauf aus, sich über andere Jugendbücher lustig zu machen. Also das überhaupt nicht. Aber es spielt halt ein bisschen mit den Klischees. Das fand ich ganz gut. Also selbst ich, die halt nicht viele Jugendbücher liest. Und insofern, wie gesagt, war ich positiv überrascht. Ich habe auch von einem anderen Buch von Patrick Ness gehört, dass es sehr, sehr gut sein soll. Ich glaube, A Monster Calls auf Englisch, dass es irgendwie extrem emotional und traurig sein sollte. Ich glaube, damit würde ich eventuell irgendwann nochmal weitermachen. Im Großen und Ganzen ist es halt trotzdem noch ein Jugendbuch. Es hat mich nicht komplett überzeugt, aber grundsätzlich empfehlenswert. Ich glaube nicht, dass ich jetzt unglaublich viele Jugendbücher in meine Monate mit einbauen werde, aber falls ihr nochmal eine Empfehlung habt für Jugendbücher, die ihr eurer Meinung nach nicht so klischeehaft sind, die etwas ganz, ganz Besonderes sind und aus diesen anderen Jugendbuchromanen herausstechen, dann könnt ihr es mir gerne mal schreiben. Ansonsten kommt, glaube ich, in Zukunft schon eher wieder die normale Literatur. Und könnt mir gerne schreiben, ob ihr immer noch sehr, sehr gerne Jugendbücher lest, ob euch das auch vollkommen egal ist, ob ihr das gar nicht so unterscheiden würdet. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.